Morgen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur Schule. Ich bin nämlich ein bisschen spät dran, weil ich muss gerade mal zurücklaufen. Ich habe nämlich was vergessen. Aber jetzt bin ich auch unterwegs. Und ja, ich habe heute nicht so viele Stunden. Ich habe heute 3 Stunden. Und bei denen nehme ich euch mit. Wir gehen danach sehr wahrscheinlich noch in die Stadt, also nach der 5 Stunde. Vielleicht dann kann ich da wieder 2 Stunden in der Schule warten, weil wir das donnerstags meistens so machen. Dass wir dann ins Café gehen nach der Schule. Und ja, da einfach ein bisschen was trinken, ein bisschen reden und so. Ja, und das machen wir wahrscheinlich dann heute auch wieder. Aber ja, vorher habe ich ja noch 3 Stunden, dann noch 2 Freistunden. Und ja, viel mehr passiert dann, glaube ich, heute auch nicht. Aber ja, da nehme ich euch jetzt heute mal mit. Und ja, viel Spaß. Ja, wir gehen jetzt gerade eben zu einem Laden, weil wir haben jetzt gerade Lunchbreak und wir wollen was trinken, wollen was zu essen, weil wir danach halt auch noch eine Freistunde haben und danach gehe ich halt in die Stadt und deswegen holen wir uns ein paar Sachen und dann gehen wir auch wieder zurück. Also ja, wir waren jetzt gerade noch im Café, weil wir eine Freistunde hatten und wir gehen jetzt noch in die Bibliothek, weil da noch ein paar von unseren Freunden sind und dann warten wir da mal ein bisschen, weil wir haben halt noch die 5 Stunden frei. Deine Freundin. Und da gehen wir jetzt hin. Also wir haben jetzt gerade noch in der Bibliothek, wir sind jetzt gerade nach draußen gekommen und davor haben wir halt noch die Stunde im Café verbracht. Ich hätte auch schon nach Hause gehen können, aber ich wollte es nicht so gerne. Also ich fand es ganz entspannt hier. Meinen Freunden einfach ein bisschen Musik gehört, ein bisschen gezeichnet, ein bisschen gelesen. Und der Bibliothek ist halt immer schön leise und im Café ist manchmal sehr laut, wenn da sehr viele Leute sind. Aber ja, wir gehen jetzt nach Hause und vielleicht nehme ich heute Abend noch mit jemandem, das ist noch nicht ganz sicher. Falls ja, dann werde ich da hingehen, sonst lerne ich vielleicht ein bisschen oder lese was, mal sehen. So, ich habe jetzt gerade das Ende gelernt. Ich habe noch ein bisschen gezeichnet, ein bisschen was gelernt. Und es wird jetzt auch schon sehr dunkel, es wird sehr früh dunkel. Und deswegen, ich gehe jetzt zu einer Freundin, weil wir treffen uns jetzt mit 2 oder 3 Leuten, ich bin mir nicht ganz sicher. Weil eigentlich wollten wir heute in die Stadt gehen nach der Schule, weil wir das sonntags meistens so machen. Aber das Problem war, dass viele Leute keine Zeit hatten oder lernen mussten. Das heißt, wir haben uns einfach dazu entschieden, ich und eine Freundin, dass wir uns einfach so treffen, dass wir nicht in die Stadt gehen. Und deswegen, da bin ich jetzt gerade auf dem Weg hin. A juice. Also ja, ich bin jetzt auf dem Weg zurück nach Hause. Wir haben jetzt gerade noch was gegessen, ein bisschen einen Film geschaut. Also nicht so wirklich viel Spannendes. Aber ich gehe jetzt nach Hause. Ist zum Glück nicht so weit, weil es halt schon sehr dunkel ist und auch relativ spät ist, glaube ich, jetzt 9:30 gerade. Aber das sind nur irgendwie 10 Minuten zu mir nach Hause, also echt nicht so weit. Mal sehen, was ich da noch mache. Wahrscheinlich nicht mehr viel, weil ich habe meine Hausaufgaben alle fertig. Ich muss eigentlich nur noch vielleicht mit meinem Freund ein bisschen telefonieren oder so. Aber dann habe ich auch alles fertig und dann war es auch eigentlich in meinem Tag. Also ja, mal sehen. Also ja, ich habe jetzt gerade noch ein bisschen Netflix geschaut und auch noch meine Tasche gepackt für morgen. Ein bisschen mit meinem Freund telefoniert und ja, das war's noch eigentlich. Und ja, das war's dann auch schon mit dem Tag. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da und schreibt einen Kommentar und auf jeden Fall folgt dem Kanal, dann passiert auf jeden Fall keine Videos mehr. Und ja, ich sehe euch beim nächsten Mal. Ciao.